Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video hier vom Nürburgring. Und zwar ist heute das Grip-Event. Also es ist wirklich hier so, so viel geboten. Auto-Enthusiasten können hierher kommen mit ihrem Auto und es hinten im Fahrerlager ausstellen. Und wir sind mit Girls on the Road quasi da und haben als Girls eine komplette Box. Und ja, richtig, richtig cool. Das Wetter, naja, ist jetzt noch nicht so der Hit, aber immerhin ist es trocken. Gestern, als wir hergekommen sind, war so viel Regen, das war so heftig. Aber ja, wir haben es trotzdem geschafft, die Autos sauber zu kriegen und uns hier cool hinzustellen. Und perfekt. Ja, auf der anderen Seite, man hört schon richtig, richtig laut. Es ist auch ein Track Day, wo man auf der Grand Prix-Strecke fahren kann. Also auch wer selber Gas geben will, ist hier richtig. Ja, jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal zu meinem Auto, zu den anderen Autos und was hier sonst noch geboten ist. Welche Lautstärke hier ist, immer richtig coole Motorengeräusche und auch Fans, die herkommen und mich ansprechen, das freut mich natürlich immer sehr. Und ja, das hätte ich gesagt, gehen wir wirklich mal zu der Sarah hier im Auto. Ha? Wir sind jetzt hier beim wunderschönen RS3 von der Sarah, die 8V-Limousine, die ich ja damals auch schon hatte in Micromata grün. Die Sarah hat sie in Rot und sie ist so cool poliert worden noch in Dubai, weil sie hat ja in Dubai gelebt. Und hat das Auto wirklich mit hierher gebracht. Also wirklich richtig coole Aktion von ihr. Und auch mit dem Pink Chrom Matt und dann mit dem Schwarz. Also ich finde es richtig, richtig stark, was sie da gemacht hat. Und ja, Pink ist ja sowieso meine Farbe. Und einfach freue ich mich für die Sarah, dass sie so einen coolen RS3 hat, der auch noch laut ist. Ist das nicht der Wahnsinn? Von der Ferne sehe ich, dass sie hier die Farben anschaut und ihre Nägel. Und dann bin ich hin und musste sagen, hey cool. Ist das geil? Also echt. Ja, dann sind wir in unserer Box von Girls on the Road auch schon angekommen. Da haben wir erstmal die beiden coolen BMWs. Einmal den M2 hier von der Beatrice. Also auch richtig cool mit schönen Carbon-Elementen. Also richtig nice in all black. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und dann folgt auch schon der M4 von der Becky. Also der ist natürlich sehr, sehr geil. Auch dieses Grün, diese Folie, die sie sich rausgesucht hat, wie die schimmert. Gut, er steht jetzt innen und es ist leider keine Sonne, aber trotzdem richtig, richtig geil. Gehen wir mal hin. Jetzt sieht man die Farbe viel, viel besser. Also es ist wirklich schön, wie dieses Grün changiert. Und ja, schauen wir mal näher hin, weil der hat auch ganz viele Carbon-Elemente. Er hat auch einen Käfig innen drin. Also die Becky macht da wirklich sehr, sehr viel an ihrem Fahrzeug. Schau mit. Natürlich der Innenraum mit dem Käfig da, das Fenster offen. Cool, finde ich einfach cool. Auch von vorne, wie tief und böse er einfach ausschaut. Richtig cool. Also ich mag auch BMW. Ja, und natürlich jetzt zum allergrößten Hingucker hier, dem C63S von der Tina. Also in dieser coolen Marmorfolierung einfach der Hingucker schlechthin. Also Wahnsinn. Sowas würde ich mich vielleicht auch mal trauen. Ich finde es einfach richtig cool, was sie da gemacht hat. Ja, man sieht das Auto von Weitem, man weiß einfach, dass es ihr gehört. Und ich finde es so, so süß, dass sie immer ihren coolen Bären dabei hat, der jetzt auf dem Fahrersitz sitzt. Und natürlich auch von vorne ein richtiger Hingucker. Also echt so böse und schön. Also ich finde die Folierung richtig stark. Folierung im Endeffekt mit so einem Design würde mich auch mal interessieren. Und hier sind wir auf der anderen Seite von unserer Box bei den Autos von der Dos Bonitas und von Isabella. Und ja, der Ford Mustang, richtig, richtig cool in diesem Rot, wo der foliert ist. Ich finde, der schaut auch so böse aus von vorne. Und dann haben wir noch den BMW von der Isabella. Ja. Sie macht sonst so Projektautos und jetzt ist sie mit ihrem Daily da. Genau, ja, das ist die Box von Girls on the Road. Und ja, hinter uns
stehen, also besser gesagt hinter der Kamera, stehen die ganzen Gearhead-Autos von denen, die hier reingefahren sind. Da war ich ja letztes Jahr auch gestanden. Und da würde ich sagen, schauen wir auch nochmal durch, weil da einfach auch richtig, richtig coole Fahrzeuge dabei sind, was da die Besitzer alles dran gemacht haben. Und nachher werden wir auch mal hier aufs Dach noch schauen von der Box. Da kann man nämlich auch hoch, da hat man einen schönen Overview, was hier alles los ist. Bremssattel dazu auch noch in Gold, macht was her. Wir sind jetzt hier bei den Gearhead-Fahrzeugen und da sind auch richtig coole Modelle dabei. Hinter mir zum Beispiel ein Nissan GT-R. Und dann gehen wir doch gleich mal weiter, was hier noch so alles kommt und was ich erkenne. Ja, Alfa Romeo, Corvette, R8, Porsche GT3, S-Sugar. Natürlich ein Kyalami grüner RS6 mit Carbon-Paket. Also ja, das wäre auch noch mal ein schönes Upgrade zu meinem RS3 in Kyalami grün, oder? Schaut richtig cool aus, überall auch mit dem Carbon und sogar das Kennzeichen in Carbon-Optik. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und sportlich geht es weiter mit einem GT4 RS. Auch ganz klassisch in weiß mit Carbon. Einfach schön. Ja, also ich bin gerade sprachlos, so ein tolles Auto und ja, schau mal, wie viele Fliegen da dran sind. Wir hätten einen Insektenentferner anzubieten. Krass! Ja, zwei blaue Schönheiten nebeneinander, also auch mega, mega cool. Und ein wunderschöner GT3 RS 991.2. Und man sieht hier sogar auch einen Maybach, also wer hätte das gedacht, so eine Limousine hier bei so einem Treffen von Grip. Ja. Finde ich richtig stark und auch brachial, wie groß dieses Auto eigentlich ist, wenn man davor steht. Also gar keinen Vergleich, sieht man jetzt auch nicht so oft, ne? Aber cool. Ich würde schon, wir haben noch ein paar Sachen mit Arten, ist noch mal gut. Also Tagewinkel fährt 40, 45, ich weiß es wirklich. Ja, wenn man die Augen offen hält, was einen da nicht alles das Leben bereithält. Den brandneuen RS e-tron GT Performance mit über 900 PS und Forged Carbon. Ja, man traut seinen Augen nicht, man schlendert hier durch, guckt, schaut eigentlich gar nicht so wirklich hin, denkt sich, was war das? Und schaut wieder zurück und ja, man kann seinen Augen kaum trauen, aber hier steht er. Richtig cool, schauen wir uns gleich noch von vorne an. Der nächste M3 Touring und in einem richtig coolen Grün. Und noch ein RS6 in einer Individuallackierung. Mega cool. Und wieder ein cooler S3 in einer mega, mega coolen Folierung. Ihn habe ich letztes Jahr auch schon hier getroffen und ja, freue mich einfach, wenn man sich immer wieder sieht. Und dieses wunderschöne Stück hier, den Cayman GT4, kennen wir auch schon von dem Ulmer Treffen. Und mega cool, ihn hier wiederzusehen. Wir haben es jetzt aufs Dach geschaut und es ist wirklich Wahnsinn, wie viel hier wirklich los ist. Man hat von hier oben einfach den perfekten Überblick. Da hinten findet die Drift Challenge statt. Also wirklich cool, was die Leute hier können und wie laut es auch ist und der ganze Nebel durch die Räder. Ja, und wenn man hier weiterschaut, sieht man wirklich die ganzen Gearheads, die hier sind, wie viele Autos wirklich da sind. Dann schau dir doch mal von oben in die Boxengasse runter. Viele, viele Menschen. Und mal kein Auto, ist recht ruhig. Aber das ändert sich bestimmt gleich wieder. Oh la la! Thank you.
jetzt haben wir auch mein Auto gefunden und haben einen wunderbaren Blick von oben. Ist das nicht cool? Also richtig, richtig schön, auch die Leute zu beobachten, die da vorbeigehen, wie viele wirklich den Kopf umdrehen und dann doch stehen bleiben oder doch mal zurückgehen. Und ja, die, die daran rumrubbeln müssen, ob es wirklich eine Folie mit Übergang ist, ja, die lassen wir jetzt einmal hier unkommentiert. Aber ja, trotzdem richtig, richtig cool, das mal von oben zu sehen. Mega cool, was hier alles geboten ist, denn es sind auch die Fast and Furious Filmautos hier, die man auch anschauen kann, und die sind auch gerade vorbeigefahren. Ja, vorhin haben wir ein bisschen auf dem Dach ausgeharrt, was einfach richtig angenehm war und cool, alles mal ein bisschen aus der Ferne zu beobachten, den ganzen Trubel. Und es war wirklich spannend mit dem Blick hier runter auf mein Auto, wie die Leute daran vorbeigehen, wie die das anschauen oder einfach dran vorbeigehen und dann auf den zweiten Blick erst, ach, was ist denn das, sich nochmal umdrehen, schauen. Und es ist wirklich hochgradig spannend. Ja, falls da jemand ein bisschen Infos zum psychologischen Hintergrund hat, schreibt mich gerne an, würde mich sehr, sehr interessieren, was es damit so auf sich hat, wo ich mich unbewusst für diese Farben auf meinem Auto entschieden habe. Denn ich bin auch wirklich der Meinung, wäre das Auto jetzt einfach nur GT-Silber, würden nicht so viele stehen bleiben und gucken und Videos und Bilder machen. Ja, da geht doch gleich mein Herz auf. Ein wunderschöner Turbo S in dieser geilen Folierung mit Deadpool. Also schon von ganz weitem ein Hingucker. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Auch von hinten ein richtiger Hingucker, vor allem mit dem Flügel, der sich ja auch noch verstellen kann. Da habe ich letztens einen auf der Autobahn gesehen. Krass, richtig krass, ja. Und Respekt für dieses Deadpool-Thema auch noch mit dem Regenbogen, finde ich einfach mega. Automobil kennt wirklich keine Grenzen. Ich finde es so beeindruckend, welche Vielfalt hier geboten ist an verschiedenen Fahrzeugen, und einfach alle verbindet die Liebe zum Auto und auch hier hinter mir. Also cool, dass sowas rumfährt, dass man sowas sieht und auch wie gut der im Schuss ist. Also wirklich ein Hingucker schon von Weitem und zieht auch die Leute an und alle bleiben stehen und gucken, was das jetzt eigentlich ist, weil man es ja gar nicht so zuordnen kann. Und das ist einfach bei dem Grip-Event eine wirklich schöne Sache, dass das einfach durch die Bank hinweg alle verbindet. Ja, und mittendrin steht ein Cayenne Turbo GT. Sieht man auch nicht alle Tage in der wunderschönen Farbe Kreide. Und wir haben ihn vorhin auch schon auf der Strecke fahren sehen. Ja, super Figur. Mit diesem Auto kann man es auf jeden Fall machen. Und was ich auch besonders cool finde, hinten am Heck hat er noch so, ja, Flügelchen dran. Weiß jetzt auch nicht, wie man sagt. Auf jeden Fall hier und alles wirklich in Carbon. Richtig, richtig schön. Ja, also ein echter Hingucker, ein Traum. Finde ich schön. Ja, da fährt er vorbei, den habe ich vorhin auch angeschaut. Vorne ist die Lippe nämlich gebrochen und dann ist mit so einem weißen, ja, Edding hingeschrieben worden. Sorry, Babe, also richtig cool. Also der neue M2 ist auch ein Hingucker. Auch die Farbe, traumhaft. Einfach cool, wenn Leute Autos in einer Farbe bestellen. Ja, jetzt haben wir hier auch noch ein paar richtig super Sportwagen gefunden. Nämlich einen Huracan STO. Schaut dir mal die Farbe an. Ist es denn der Wahnsinn? Und daneben haben wir einen Aventador SVJ, auch in einer wunderschönen Farbe in Blau. Wahnsinn, diese zwei Fahrzeuge.
abgewürgt. Richtig, richtig cool war's. Wir sind jetzt ja, auf dem Heimweg, würde ich sagen. Wir verlassen jetzt hier das Fahrerlager, haben alles eingepackt, uns verabschiedet und ja, jetzt machen wir uns auf die Heimfahrt. War ein langer Tag, war auch anstrengend irgendwo. Das Wetter war jetzt auch, naja, wir fahren nicht auf die Strecke. Wenn wir jetzt mit dem reden, nee. Ja, wenn man sich einmal falsch anstellt, ist man auf der Strecke. Da gibt es jetzt das Drag Race noch und ja, soll man sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr, sehr viele ja, Follower, die mich angesprochen haben und nach Bildern gefragt haben. Also das war echt richtig, richtig cool. So, sind wir auf dem Heimweg hier jetzt auf der Döttinger Höhe. Echt spannend, was man da alles sieht. Da haben wir einen guten Blick rüber auf die Rennstrecke auch. Ja, richtig, richtig cool. Ja, ein langer Tag geht zu Ende, aber auch ein sehr, sehr schöner Tag mit vielen coolen Gesprächen und Bilder machen mit Fans. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder schön. Und ja, jetzt bin ich aber auch froh, dass es heimgeht, weil die Nacht ja auch sehr kurz war, weil wir die Autos erst nachts reinfahren konnten und da dann alles in die Box gestellt haben, aufgestellt haben. Und ja, in der Früh ging es ja dann auch schon wieder früh los. Und ja, jetzt bin ich dann froh, wenn es dann zu Hause aufs Sofa geht und man sich auch mal wieder ein bisschen entspannen kann. Ja, wie gesagt, alles in allem ein cooles Event, das Grip-Event. Und ja, schreib mir gerne in die Kommentare, wie du es findest und lass gerne ein Like und ein Abo da. Hier die coole Tankstelle, wo alle ihre ganzen Sportwegen befüllen. Also richtig toll, was hier alles geboten ist. Müssen wir da abbiegen? Nee, weiter vorne, ne? Ja, in dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, gell? Tschüss!